Moin Leute und jetzt ist willkommen zum neuen Format, nämlich Newflix. Was ist das? Natürlich ein Format, wo alles gebündelt wird. Nicht wie bei Nerdcheck, wo man jetzt Heimkinosachen zeigt. Hier sind natürlich neue Filme am Start. Es ist wirklich so, Amazon Prime, Netflix, Kinofilme auf jeden Fall, wenn ich da reingegangen bin und so weiter. Aber auf jeden Fall werdet ihr auch ein paar News hier irgendwie mal mitbekommen, wenn welche draußen sind. Heute wird es sich nicht um die News drehen, eher so ein bisschen um Kurzkritiken nochmal zu neuen Produktionen. Und ich würde sagen, wir beginnen und los geht's. Da starten wir auch mit dem Netflix Original Film The Highwayman in der Rolle mit Kevin Costner und Woody Harrelson, die Highwayman-Patrouille spielen, dieser Biografie über Bonnie und Clyde, wie sie irgendwann diese fassen. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend erzählt. Manchmal ein bisschen zäh, schauspielerisch ist es wirklich sehr gut gemacht und auch eine kleine Perle jetzt auf Netflix, wenn man das so nimmt, die dann halt auch hätte auch ins Kino kommen können. Ja, wo sich dann viele natürlich auch selber darüber aufregen. Ich finde es okay, viele Haushalte haben es schon geguckt. Ich glaube, ich habe letztes Mal gelesen, 40 Millionen Haushalte in diesem kurzen Zeitraum ist das schon echt gut. Aber auf jeden Fall ist der Film wirklich auch empfehlenswert, den kann man sich angucken und ja, deshalb bekommt der Film von mir einen 7 von 10. Und dann habe ich mir noch Triple Frontier angeguckt, mit den Hauptrollen mit Ben Affleck und Oscar Isaac. Ja, dieser Militär-Thriller, der hat ja eine lange Historie, Netflix hat ihn irgendwann gerettet und deswegen erscheint er auch als Netflix Original. Ja, der ist auch so ein bisschen, wo man sagen muss, okay, eher zu dem mittelmäßigen Film auf Netflix, es geht in Ordnung von der Story, beginnt stark, hört aber schwach auf. Schauspielerisch geht's auch in Ordnung und deshalb bekommt der Film auch von mir nur eine 5,5 von 10. Habe ich noch so ein paar andere Sachen gesehen, ich nehme jetzt eigentlich gar nicht so die Serie mit rein, aber hier auch so ein bisschen Anime. Hab Baki geguckt, Baki eigentlich ganz ultra brutal, von 2018. Geht bald wieder los mit Teil 2 im April, 30. April 2019. Dann habe ich noch geguckt One Punch Man, eine Satire auf über alle Superhelden, sag ich mal. Und die kann ich euch auch eigentlich sehr empfehlen. Braucht ein bisschen in Fahrt zu kommen, aber man muss es einfach auch so nehmen, wie es ist. Einfach mega stumm. Gut, aber dann sind wir wieder bei den Kinofilmproduktionen und ich habe auch so ein bisschen ein paar noch Sachen gesehen. Nicht viele jetzt in letzter Zeit, aber trotzdem der Fall Collini. Eine Filmempfehlung mit Elias Mbarek in seiner ernsteren Rolle. Mit Franco Nero als Collini in der Hauptrolle. Und ja, es ist ein Gerichtsthriller, der wirklich manchmal das denkt, was passiert da? Was ist los? Als deutscher Film würde ich mal wieder ein guter, sagen wir mal, Weg in die richtige Richtung. Und es ist ein Film, der wirklich spannend ist, wo man denkt, okay, was passiert da? Was ist da los? Der Twist, wann kommt er? Und das ist wirklich spannend erzählt und ja, die kann ich euch wirklich empfehlen. Deswegen bekommt der Film von mir eine starke 8,5 von 10. Ja, dann habe ich noch Captain Marvel gesehen. Der, wenn man so nimmt, die bisschen mittelmäßigen Kritiken in so einer Art, geht das eigentlich in Ordnung für den Feminismus? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es geht natürlich um Carol Danvers, aka Captain Marvel, die dann natürlich am Schluss, sag mal, nicht wie ihr es auch gelesen hatte, total anfangen overpowered sein soll. Das stimmt auch eigentlich gar nicht so richtig. Bis zum Schluss und ich will euch auch gar nicht jetzt mehr erzählen, aber trotzdem, der Film bekommt von mir 8,5 von 10. Ich fand ihn ganz cool. Er hatte seinen Look. Er hatte seinen 90er Look. Der hat mir gefallen. Von der Story her geht's auch in Ordnung. Und es ist halt ein guter Actionfilm. Ja, so, das war die erste Folge Newflix. Natürlich, so, wenn man noch gucken möchte, auf Netflix laufen noch gerade alte Klassiker. Easy Rider, Mad Max. Hatte ich so ein bisschen angeguckt, wo ich dann halt so ein bisschen krank war. Ja, auf jeden Fall ist es, würde ich gut zu empfehlen. Und ja, würde sagen, Leute, ne? Lasst ein Abo hier, lasst ein Like hier, bis dann und ciao und bam.